Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy und jetzt wieder eine Folge angezockt, da wo ich ein Spiel auf euren Wunsch hin anzocke und mir das Ganze anschaue und schaue mal, ob das, ja, was für mich wäre, das Spiel oder eben nicht und ja, was ich da so von halte. Es wurde sich Jurassic Park Builder gewünscht. Darum soll es in diesem Video gehen. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder Paysafe Card Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach: Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst, einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen! Ja, vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Einschalten und ihr seht es schon, ich bin in Jurassic Park Builder, habe das Spiel so ein bisschen verstanden, noch nicht ganz so viel. Ich versuche euch das jetzt Ganze mal zu erklären. Das wird sicherlich nicht alles hundertprozentig korrekt sein, da bin ich auch ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Ihr kennt das Spiel vielleicht sogar besser als ich, einige von euch und ja, hier sehen wir unseren Park und wir haben hier Dino-Gehege. Da haben wir den Triceratops und den Dilophosaurus. Und die kann man durch Futter zum einen leveln. Ihr seht, der Dilophosaurus rechts unten ist auf Stufe 8 und produziert oder sammelt dadurch Gold pro 15 Minuten ein. Das Gold brauchen wir wiederum, um andere Gebäude zu bauen, um unsere Häfen auszubauen oder zu aktivieren, in dem vielmehr. Und aktivieren, ja, das bringt eben einem Fleisch bzw. Pflanzen, was man wiederum zum Leveln der Saurier braucht. Ihr seht es oben auch eingeblendet. Wir haben im Grunde vier Währungen im Spiel: Pflanzen, Fleisch, Geld, also Coins und ja, Dollars, Ingame-Währung. Und ja, Pflanzenfresser brauchen eben wie der Triceratops Pflanzen als Futtermaterial. Die Fleischfresser brauchen Fleisch. Und die Coins, wie gesagt, zum Gebäude ausbauen und Cash, damit kann man sich das ganze andere Zeug eben kaufen oder auch Saurier kaufen, was auch immer. Ich habe jetzt hier mal ein paar Sachen abgebaut, weil man da XP bekommt. Und ich habe gerade einen neuen Bernstein gefunden. Neue Bernsteine braucht man dafür, um Saurier zu erforschen. Du hast gerade ein Stück Bernstein gefunden. Entschlüssel es, um neue Dinosaurierarten freizuschalten. Forschung beginnen. Das machen wir auch sofort mal. Forschungsversuch. Ich weiß nicht, ob der erfolgreich ist. Sieht nicht gut aus. Okay, ein Drittel ist freigeschaltet worden. Jetzt das zweite Drittel und das dritte Drittel. Da bekommt ihr eben dann neue Saurier und ich hatte jetzt Erfolg. Du hast die Forschung für Velociraptor beendet. Zum Markt. Und das ist doch mal nice. Jetzt können wir diesen für 3400 Coins kaufen. Da haben wir gerade nicht genügend Geld. Falls das Geld jetzt zu lange dauern sollte, werde ich gleich einfach cutten, dass wir das zusammen schaffen. Ja, ich sammle jetzt die Erfahrungspunkte mal noch weiter ein. Wusste gar nicht, dass man beim Entfernen von solchem Gestrüpp oder Steinhaufen auch Bernstein finden kann. Ich dachte, das findet man nur. Da haben wir wieder eins gefunden. Forschung beginnen. Das machen wir dieses Mal mal später. Ich dachte, das findet man nur, wenn man hier so einen Wald abholzt. Okay, nice. Also Bernstein, wie gesagt, das braucht man zum Forschen von neuen Sauriern. Ihr seht, man muss seine Sachen noch mit einer Straße verbinden. Da fährt so ein Park Ranger oder ein Besucherauto eben gerade rum. Und ja, ihr seht hier, Wachturm produziert eben auch Coins, die wir dringend brauchen natürlich. Hier würden wir wieder Coins investieren. Machen wir, glaube ich, gerade mal nicht. Wir werden aber mal unsere Sau hier noch füttern. Vielleicht können die dann noch ein bisschen mehr Coins produzieren. So, was ist jetzt passiert? Evolutionsbestätigung. Während der Evolution ist der Saurier nicht im Park. Wirklich fortfahren? Nee, das machen wir nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das dauert. Ich habe ihn auf Stufe 10 gemacht. Entwickeln, ja. Wie lange wird das dauern? Ja, komm, wir machen das einfach mal. Ah, wir müssten ihn jetzt quasi 1000 Coins dafür ausgeben. Okay, jetzt ist er definitiv auch nicht mehr im Park. Ich kann ihn auch nicht wieder hinzufügen, oder? Okay, dann müssen wir wohl die Coins. Ja, müssen wir die mal nutzen. Ich hoffe, wir brauchen da jetzt nur einen Versuch für. Okay, wie ihr seht, wir brauchen da deutlich mehr Versuche. Und so viel Coins habe ich nicht. Das war jetzt einfach zu früh. Da müssen wir unseren Pflanzenfresser noch ein bisschen leveln, dass er die Coins jetzt reinholt. Stufe hoch. Wir sind Level 4 geworden. Sehr schön.
Haben damit wieder neue Sachen freigeschaltet. Das ist eben so bei jedem Level. Und wir gehen auch mal auf den Markt, schauen uns dann. Hier hat man eben verschiedene Gebäude. Zum einen Museum könnte ich jetzt schon bauen. Kostet allerdings 30.000. Die Übertragungsantenne, die könnte ich mir für Cash holen. Und die anderen Sachen muss ich eben noch freischalten. Genauso hier bei Verzierungen. Da gibt es verschiedene Boni. Abdeckung 1, Bonus 0,5%. Ja, die eben einem Bonis bringen. Genauso die Saurier, Velociraptor können wir leider noch nicht freischalten. Wir könnten hier jetzt uns gratis Dollar holen, das machen wir aber mal nicht. Wir haben auch verschiedene Quests hier, die ihr erfüllen müsst, da bekommt ihr auch mehr Belohnung für. Das ist der schwierigste Teil meiner Arbeit. Reporter durch den Park führen, gib dein Bestes. Okay. Erweitere den Park, um den Raptor, Reporter fortzuführen, wie wir nach Bernstein suchen. Annehmen. Okay, gute Arbeit. Sie haben alles, was Sie für einen guten wissenschaftlichen Artikel brauchen. Sehr schön. Da bekommen wir eben Erfahrungspunkte und Coins und wir haben neue Quests. Züchte einen Ceratosaurus. Das ist eine imposante Bestie. Füttere den Ceratosaurus, damit Sie nicht denken, es sei nur ein Roboter. Okay, das können wir irgendwann mal machen. Haben wir ihn aber noch nicht. Ich habe wegen Mr. Hammond eine neue Ausgrabungsstätte in Montana verlassen und ihm bei der Park zu helfen. Je eher wir damit fertig sind, desto eher kann ich zurück. Versetze zwei Saurier. Okay. Ist das jetzt einfach hier bewegen? Oder was meint er mit versetzen? Weiß aber allerdings nicht, ob das jetzt geht, da ich ja. Nee, scheint. Doch, hat geklappt. Okay, weil in dem einen kein Saurier drin ist, dachte, das klappt da nicht. Wenn man schon die kleinen Details nicht richtig hinbekommt. Kann man sich auch nicht um die großen Probleme kümmern. Okay, wir bekommen wieder XP und Gold. Gold ist ganz wichtig. Ich bewege den mal wieder zurück, dass der auch angebunden ist. Hey, soll's dahin? Bestätigen und den bewegen wir auch wieder direkt da dran. Obwohl ja gar kein Saurier drin steht. Fleisch haben wir eingesammelt. Wir aktivieren das Ganze mal nicht. So, was wäre denn jetzt? Jetzt sammle 500 Münzen von Dinosauriern. Okay, das können wir erstmal noch nicht machen. Aber wir können mal, wenn ich das denn jetzt finde, schauen, was wir noch für Aufträge haben. Zum einen, okay, die haben wir uns alle angeschaut und wir können andere Personen besuchen und können Karten einsammeln. So ein Gratis-Pack, das machen wir. Vielleicht haben wir Glück und bekommen genügend Coins, Pflanzen, Fleisch, wie immer. Okay, und Dollar. Ich weiß gar nicht, ob da Coins drin sein können. Ich denke aber schon. Also, ihr habt halt hier einen Park und müsst eure Saurier immer weiter. Zum einen könnt ihr die verbessern, könnt neue Saurier freischalten und euer Park sollte dann stetig wachsen. Könnt auch andere Attraktionen freischalten. Und ihr könnt nachher dann noch. Ihr seht es jetzt hier: Aqua, Gletscherland freischalten, Turnier mitspielen, Schlachten machen. Das kann ich aber, glaube ich, alles noch nicht genau, weil ich da verschiedene Stufen für schaffen muss. Tutorial ist auch wohl noch nicht ganz abgeschlossen. Dafür müssen wir den Velociraptor erstmal bändigen, sage ich jetzt mal. Und ihn dann in den Park, ja, um ihn in den Park ausstellen zu können. Start. Ich glaube, hier ging das. Zufälliger Spieler. Genau, hier können wir auch mal einen anderen Spieler anschauen, damit ihr mal seht, wie das Ganze später aussieht. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr interessantes Spiel, so für zwischendurch, weil man hat hier schon relativ große Wartezeiten und muss nicht die ganze Zeit online sein. Und hier seht ihr einfach mal einen richtig fetten Park mit sehr großen Sauriern. Da steht ein T-Rex Generation 2. Sehr, sehr nice. Da hinten ist noch ein Riesenrad. Verschiedenste andere Sachen, die die Leute eben belustigen sollen. Und das ist echt mal ein fetter, fetter Park. Sehr, sehr cool sieht das Ganze aus. Ich denke, ich werde das Spiel auch noch ein bisschen weiterspielen. Wenn ihr mir irgendwelche Tipps noch geben könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen. Wenn ihr noch eine zweite Folge davon sehen wollt, könnt ihr das gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten bin ich natürlich auf euch angewiesen, dass ihr mir. Okay, zurück. Was passiert jetzt? Okay. Bin ich natürlich auf euch angewiesen, dass ich Spielvorschläge bekomme, was ich denn für euch mal anspielen soll. Ich meine, wir haben jetzt hier das Spiel nochmal angespielt oder schon mal angespielt. Kann ich jetzt auch Coins zur Not kaufen, dass ich. Ja, komm. Damit wir jetzt zwar wenigstens. Ich weiß, das ist eine sehr teure Währung, aber dass wir einfach jetzt den Velociraptor noch freischalten, weil das würde ich schon gerne noch in diesem Video machen. Dann haben wir nämlich noch einen Saurier dabei. Setzen den mal hier hin. Bekommen da Erfahrungspunkte für und jetzt muss der Gute nämlich noch gebrütet werden.
Schnelle würde einkommen. Okay, das machen wir. So, und da haben wir jetzt zwei Velociraptoren drin. Auftrag beendet. Ich hatte gedacht, du würdest sie die Reagenzgläser säubern. Warte. Du würdest sie die Reagenzgläser säubern und nicht deinen neuen Dinosaurier entdecken lassen. Okay. Ja, wir haben unsere Forscher nicht die Reagenzgläser säubern lassen, sondern haben eine neue Art entdeckt. Aktuelle Forschungen legen nahe, dass der Velociraptor gefiedert war wie ein Vogel. So, wir machen jetzt, wir können ihn füttern. Das machen wir direkt mal. Und bringen ihn mal ein paar Stufen hoch, weil der kann ordentlich Gold farmen, wie ich sehe. Komm, auf Stufe 8 geht noch. Jetzt sind wir, haben wir keine Coins mehr. Jetzt können wir aber noch Straße bauen. Damit die Leute eben auch da hinkommen. Und ich werde direkt mal die Straße in die Richtung bauen. Für den Fall, dass ich da hinten noch etwas bauen kann. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall noch einen Saurier freigeschaltet. Finde ich sehr, sehr nice. Also es ist echt ein cooles Spiel, simpel gestaltet. Und ja, erinnert mich so ein bisschen früher an Rollercoaster Tycoon oder so, was ich da gespielt habe. Auch wenn hier das hier halt eher so ein bisschen browserbasiert ist und man dadurch längere Wartezeiten hat. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Man kann sich das Ganze verkürzen mit den Premium-Guthaben, was ich allerdings nicht machen werde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch das Spiel ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, ich habe allerersten Eindruck nur gewinnen können von dem Spiel, weiß also noch gar nicht, was danach alles möglich ist. Wie gesagt, wenn ihr eine weitere Folge sehen wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich werde das auch so ein bisschen weiterspielen, jetzt nicht so aktiv wie Jurassic World Alive. Aber es ist schon ein Spiel, was mich ein bisschen gecatcht hat, denke ich. Und ja, mich würde es freuen, wenn ihr natürlich einen Kommentar da lasst. Und vielen Dank nochmal fürs Schauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder heute Abend im Stream. Macht's gut, bis dahin. Ciao.